zu einem öffentlichen Fachforum IT-Sicherheit im Unternehmen vom Kostenfaktor zum Wachstumsmotor hatte am 24. November 2014 die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin eingeladen. Gefolgt waren der Einladung viele Vertreter aus kleinen und mittelständigen Betrieben und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. Sehr schön. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute für diese Diskussion, die Veranstaltung, eine Reihe von spannenden und kompetenten Referentinnen und Referenten gewinnen konnten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Sie alle, auch für Ihr Kommen und Ihre Mitwirkung. Ich wünsche nun allen Anwesenden einen interessanten und erkenntnisreichen Vormittag. Meine Damen und Herren, schönen Dank, dass ich hier vortragen darf. Herr Dr. Philips hat auf zwei Dinge hingewiesen. Das erste ist auf die Kriminalität. Die kommt in den Medien, ich male immer schwarz-weiß, die kommt in den Medien überhaupt nicht vor. Und er hat die Spionage erwähnt, die Berichten der Behörden in den Milliardenbereich in Deutschland geht, jedes Jahr. Und was geschieht dagegen? Wenig. Okay. Die, nicht die Kernkompetenz. Das muss uns auch klar sein, muss auch mal dem Gesetzgeber klar sein. Das heißt, die verdienen ihr Geld mit ihren Dienstleistungen oder mit ihren Produkten und IT wird häufig als notwendiges Übel gesehen. Notwendiges Übel in der Gestalt, es kostet Geld. Wenn es läuft, ist es klasse. Wenn es nicht läuft, gibt es Ärger. Ich freue mich in der Tat, hier bei Ihnen zu sprechen. Ich habe vor, eine Reihe von spannenden Angriffen hier live zu demonstrieren. Es sind richtig viele, die ich dabei habe. Ich habe nur eine Dreiviertelstunde Zeit und ich hoffe, da eine ansprechende Auswahl zu treffen. Was möchte ich zeigen? So ein bisschen zum Warmhacken möchte ich einen sehr einfachen Angriff gegen einen Webshop zeigen. Nein! Oh, fast. Sie haben es extra falsch gemacht. Also wir haben in der Tat... das wäre unmöglich. Also wir haben in der Tat nur zwei richtige, Sie haben drei richtige. Das werden wir aber ändern. Denn meine Version von QuizDuell ist natürlich manipuliert, denn ich habe das Spiel vollumfänglich in meine Gewalt gebracht. Das heißt, ich werde hier immer und unter allen Umständen gewinnen. Wir fragten Herrn Schreiber, worauf die Mitarbeiter bei der Nutzung der IT im Betrieb achten sollten. Meine Empfehlung für einen Mittelständler sind verschiedene Punkte. Erstens sollten Passworte komplex gewählt werden, regelmäßig gewechselt werden. Zum Zweiten sollten die IT-Systeme ordentlich gepflegt werden, das heißt auf dem neuesten Stand gehalten werden. Drittens sollten die Mitarbeiter entsprechend instruiert werden, mit dem Internet vorsichtig umzugehen. Das heißt also, gefährliche Mails zu löschen, Mails, die ungewöhnlich aussehen, auf keinen Fall im Internet wild rumzuklicken. Das ist ein Fundament, das schon mal eine ganze Menge hilft. So, jetzt sind wir einigermaßen schlau über die Breite des digitalen Grabens und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir denn mit diesem digitalen Graben letztendlich umgehen, welche Konsequenzen wir daraus zu ziehen haben. Dazu möchte ich jetzt einige Gesprächspartner auf die Bühne bitten. Breiten Raum in der Diskussion nahm der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf zu Mindeststandards in der IT-Sicherheit ein. Wie auch an anderen Stellen wurde hier der Vergleich mit der Einführung des Sicherheitsgurtes in den 70er Jahren bemüht. Das waren Handys von der Marke BlackBerry. Und wir haben auf der Grundlage dann gebeten, dass wir diese Handys denn dann auch für uns privat nutzen können. Natürlich. Das, was wir allerdings brauchen, ist, und das ist angesprochen worden an vielen Stellen, viel stärker eine Diskussion über Standards, über Zertifizierung. Wir brauchen auch eine deutsche Strategie, wie wir uns in den internationalen Standardisierungsgremien verhalten, wie wir dort vorgehen. Wir müssen dort viel stärker auftreten. Und wir müssen dann am Ende auch dafür sorgen, dass das Standards sind, die hier in Deutschland verpflichtend angewendet werden müssen. Ich glaube, das ist eine große Chance, wenn wir uns nicht abschotten, aber sehr selbstbewusst auch definieren, was wir für Standards hier gelten lassen wollen. Und nochmal, da glaube ich, stimmt der Titel, dass wir im Bereich IT-Sicherheit wirklich große Wachstumspotenziale haben. Das war mein kurzes Schlusswort. Ich übergebe jetzt nochmal an den Moderator zurück und danke für die Aufmerksamkeit.
und wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Umsetzen all der guten Ratschläge, die Sie heute vernommen haben. Recht herzlichen Dank.